I'm not sure I am for a good look when you stay here. Lande der Mathematik. Im Land der Mathematik? Noch nie gehört. Das ist das Land der großen Abenteuer. Und wer bist du? Ich bin ein Geist, ein echter Abenteurergeist. Das ist was für mich. Und was nun? Was nun kommt? Eine Reise durch das Wunderland der Mathematik. Mathematik? Das ist was für Übergescheite. Mathematik ist nicht nur etwas für Übergescheite. Pass mal auf, Donald, du liebst doch Musik. Ja? Ohne diese Übergescheiten, wie du sie nennst, gäbe es keine Musik. Komm, wir gehen mal in das alte Griechenland, zur Zeit des Pythagoras. Er war allerdings ein ganz besonders kluger Kopf. Pythagoras? Pythagoras ist der Vater der Mathematik. Mathematik und der Musik. Ja, du begegnest der Mathematik dort, wo du es gar nicht erwartest. Zuerst brauchen wir mal eine Saite. Spanne sie ganz fest und dann zupf dran. Jetzt teile sie in zwei Hälften und zupfe nochmal. Siehst du, das ist derselbe Ton, nur eine Oktave höher. Nun teile sie nochmal und noch einmal. Pythagoras hat entdeckt, dass die Oktave ein Verhältnis 2 zu 1 hat. Das hat er mit einfachen Bruchrechnungen herausbekommen. Und aus dieser in Zahlen ausgedrückten Harmonie entwickelte sich unsere Tonleiter. Meine Güte, Mathematik beginnt in der Kritikte, wo man es nicht erwartet. Du kannst dir vorstellen, wie aufgeregt Pythagoras war, als er diese Entdeckung seinen Freunden mitteilte. Diese Freunde, lauter sehr kluge Leute, nannte man die Pythagoreer. Sie trafen sich heimlich und diskutierten dann über ihre mathematischen Entdeckungen. Nur Mitglieder dieser Vereinigung waren hier zugelassen. Sie hatten ein geheimes Zeichen, das Pentagramm. Wir wollen doch mal sehen, welches Thema sie heute behandeln. Pythagoreer mit ihren mathematischen Formeln haben die Grundlagen für unsere heutige Musik geschaffen.
Es war wieder unser alter Freund Pythagoras, der die im Pentagramm enthaltene Mathematik entdeckt hat. Die beiden kürzeren Linien zusammen ergeben genau die Länge der dritten. Und diese Linie zeigt die magischen Proportionen des berühmten goldenen Schnitts. Die zweite und dritte Linie ergeben genau die vierte. Und wieder haben wir den goldenen Schnitt. Aber das ist nur der Anfang. In dem Pentagramm steckt ein weiteres Geheimnis. Das sogenannte goldene Rechteck, das die Griechen wegen seiner herrlichen Proportionen und magischen Eigenschaften bewunderten. Der Stern enthält viele goldene Rechtecke. Eine sehr bemerkenswerte Form. Sie kann sich mathematisch bis ins Unendliche fortsetzen. Alle diese Rechtecke haben genau die gleichen Proportionen. Diese Figur enthält eine magische Spirale, die die Proportionen des goldenen Schnitts bis ins Unendliche wiederholt. Für die Griechen war das goldene Rechteck ein mathematisches Gesetz der Schönheit. Wir finden es in ihrer klassischen Architektur. Der Parthenon-Tempel, vielleicht eines der berühmtesten Bauwerke der griechischen Frühzeit, enthält viele goldene Rechtecke. Dieselben goldenen Proportionen finden wir auch bei den Skulpturen der Griechen. In den folgenden Jahrhunderten hatte das goldene Rechteck einen beherrschenden Einfluss auf das Schönheitsideal in der Architektur der gesamten westlichen Welt. Die Kathedrale von Notre Dame ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Auch die Maler der Renaissance kannten dieses Geheimnis. Und heutzutage, in unserer modernen Welt, finden wir das goldene Rechteck überall. Die modernen Maler haben den Zauber dieser Proportionen wiederentdeckt. Und sogar im Leben selbst finden wir diese idealen Maße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Mathematik. Solche mathematische Figuren gefallen mir. Halt, 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 Donald. Mal sehen. Nein, nein. Perfekte Proportionen. Nicht ganz. Ich glaube, das passt nicht ganz. Naja, wir können ja nicht alle nach mathematischen Gesetzen vollkommen sein. Ach ja? Und was sagt ihr jetzt? Jetzt sitzt du in einem Pentagon, in einem Fünfeck. Wir wollen doch mal sehen, wo wir das Pentagon in der Natur wiederfinden. Bei der Petunienblüte? Beim Sternjasmin? Beim Seestern? Und bei der Wachsblume. Es gibt tatsächlich in der Natur tausende von angesehenen Mitgliedern der pythagoreischen Sterngesellschaft. Alle Werke der Natur enthalten eine mathematische Logik und ihre Muster sind unbegrenzt.
magischen Maße des goldenen Schnittes finden sich oft in den Spiralen, die die Natur entworfen hat. Bei dem Überfluss mathematischer Formen muss man an die Worte des Pythagoras denken. Alles ist geordnet gemäß der Zahl und der mathematischen Form. Es stimmt, Mathematik finden wir in der Musik, in der Kunst, überhaupt in allem. Und die Regeln, das hatten die Griechen erraten, sind immer dieselben. Donald, hat dir die Wanderung durch die Geometrie Spaß gemacht? Zuerst, Mathematik ist wirklich mehr so 2x2. Du hast ganz recht, Donald. Auch im Spiel steckt Mathematik. Spiel, ja? Oh Mann! Fangen wir mit einem Spiel an, das man auf Quadraten spielt. Dame? Nein, nicht Dame. Schach. Schach? Schach ist ein mathematischer Wettkampf zwischen zwei Gehirnen. Dieses Spiel erfreut sich seit Jahrhunderten bei Königen und beim Volk gleich großer Beliebtheit. Lewis Carroll, ein berühmter Mathematiker, war zugleich auch ein Dichter. Er lässt Schachfiguren zu handelnden Personen werden. Alice sieht sich einer ihr nicht sehr freundlich gesinnten Königin gegenüber. Auch der König und die anderen haben etwas gegen sie. Du lieber Himmel, was ist denn das? Bei meiner Seele, ich glaube, das ist ein verlorener Bauer. Es bringt ein Bauer, es bringt oder Duck. Er sagt, er wäre Donald Duck. Unglaublich sowas. Oder ist es vielleicht eine Alice? Alice? Nein, nein, nein. Das ist ein verlorener Bauer. Ein verlorener Bauer? Er greift den Bauern. Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt kannst du das Spiel von einer sicheren und höheren Warte aus betrachten. Schach ist ein Spiel nach genau durchdachter Strategie. Und da das Brett geometrisch ist, sind die Züge darauf mathematisch berechnet. Schachmatt, das Spiel ist aus. Wirklich sehr interessant. Was tut das jetzt? Zum nächsten kommen wir gleich. Fast alle Spiele finden auf geometrischen Feldern statt. Das Spielfeld dafür befindet sich im menschlichen Gehirn. Sieh dir mal den Zustand deines Gehirns an. Veraltete Ideen, falsche Vorstellungen. Aberglaube, alles wirr durcheinander. Um richtig denken zu können, müssen wir erstmal ein Großreinemachen veranstalten. Jetzt ist es schon besser. Schön gründlich ausgefegt. Unser neues Spiel hat mit Kreisen und Dreiecken zu tun. Denk dir einmal einen vollkommen runden Kreis. Einen vollkommen runden Kreis, habe ich gesagt. Na, na, na. Na. So. Jetzt setz ein Dreieck da hinein und dann dreh es. Jetzt dreh den Kreis und was bekommst du? Eine Kugel. Jawohl, eine Kugel. Die Form aller Dinge entsteht zuerst im Geiste. Schneide oben ein Stück ab und was haben wir dann? Ein Vergrößerungsglas. Ja, ein Vergrößerungsglas. Die Linse ist ein Teil der Kugel. Alle optischen Instrumente verdanken wir der Mathematik.
Es steckt also weit mehr in ihr als nur Zahlen und die Gleichungen. Jetzt wieder zurück zu unseren Kreisen und Dreiecken. Rolle es und wir haben ein Rad. Der Kreis war schon die Grundlage für viele wichtige Erfindungen des Menschen. Das Gehirn kann die erstaunlichsten Dinge erschaffen. Wenn wir das Dreieck drehen, haben wir einen Kegel. Zerschneide den Kegel, dann siehst du, dass er eine Menge nützlicher mathematischer Formen enthält. Zerschneide ihn nochmal und noch viele Male. Die Bahn aller Planeten und ihrer Satelliten findet sich in dem Kegel. Ganz gleich, wie du ihn zerschneidest, es ist immer Mathematik. Ein Stück wie dieses gibt uns den Reflektor eines Scheinwerfers. Und so ein Stück ist der Spiegel eines Riesenteleskops. Ein kegelförmig gewickelter Draht ergibt einen Bohrer. Und eine Feder. Jetzt tickt es. Das Gehirn ist die Geburtsstätte aller wissenschaftlichen Erkenntnisse des Menschen. Das Gehirn vermag alles, wenn es richtig gebraucht wird. Denke an ein Pentagramm, Donald. Jetzt setze ein anderes hinein. Ein drittes und ein viertes. Auch der spitzeste Bleistift kann nicht so fein zeichnen, wie du denken kannst. Und alles Papier der Welt reicht nicht aus, um deine Fantasie wiederzugeben. Nur mit unserem Geist können wir Unendliches erfassen. Mathematisches Denken hat den aufregenden Abenteuern der Wissenschaft Tür und Tor geöffnet. Ich hab noch so viele Türen gesehen. Jede Entdeckung führt zu vielen anderen. Es ist eine endlose Kette. Was ist bei dieser Tür los? Die Tür geht jetzt auf, sie sind abgeschlossen. Natürlich sind diese Türen noch verschlossen. Denn es sind die Türen, die in die Zukunft führen. Der Schlüssel zu ihnen ist... Mathematik! Ja, die Mathematik. Unermessliche Schätze der Wissenschaft liegen noch hinter diesen verschlossenen Türen. Wissbegierde und Forscherdrang künftiger Generationen werden sie zu gegebener Zeit öffnen.